Hallo an euch alle und ich muss hier mal wieder was auspacken. Die Postbotin, die hat mir gerade hier so ein Paket gebracht. Wieder mal ohne zu klingeln hatte sie schon den Abholschein schon im Briefkasten drin, aber Holzauge sei wachsam. Ich habe ja schon ein bisschen auf das Paket gelauert, das heißt, was heißt ein bisschen schon? Eine ganze Weile, das aus terminlichen Gründen habe ich selber die Auslieferung noch verzögern müssen, weil ich ja vorher nicht zu Hause gewesen bin. Und da ist das gute Paket. Und ich mache mir noch ein bisschen mehr Licht vielleicht. Und ja, dann mache ich das mal auf. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lang so die Zeit wird. Ja, wenn man weiß, das Paket ist da, aber ich bin nicht da. Ja. Wenn man das hier sieht, dann weiß man schon, von wem es kommt. Ja. Ach, hier ist auch noch eine Rechnung dabei. Eieiei. Gut. Wollen wir eigentlich gar nicht so wirklich mehr wissen. Dann ist mal beiseite. Auch noch mehr TomTom. Mr. Tom, ein Paket und ein ganz großes Paket. So. Ja, es war eigentlich geplant, das mit meinen Kollegen gemeinsam zu öffnen. Das hatte ich dem Dirk auch gesagt und da hat er dann gleich noch ein paar mehr von den Nüssen, von den Nusscrackern dabei getan. Ja. Aber das hat sich leider um einen Tag hat sich das überschnitten. Leider. So, aber nichtsdestotrotz, was haben wir hier? Hier haben wir etwas von Real Steel. Ja, da schauen wir doch glatt nochmal. Da haben wir das Sea Eagle. In der schwarzen Ausführung mit GC-Beschirmung. Das schnippt ja wie die Hölle. Wie die Hölle. Und ist scharf. Ja gut, dazu mache ich dann noch ein mache ich dann noch ein Review. Wunderbar. Ja. Der bekannte Stahl von Real Steel. Ein toller Clip. Ups. Oh, der klingt lang. Ist ja fantastisch. Und leicht ist es. Und leicht. Ja, dann legen wir das mal beiseite. Und nun kommen wir zum eigentlichen Punkt hier. Na, da benutzen wir es doch gleich mal. Pulfos. Ja.
Oh, ich bin sowas von gespannt. Eine Riesentasche. Fantastisch. Danke, Dirk. Er hat gleich noch ein Holster dazu gepackt. Ja. Was haben wir noch dabei? Die Pouch. Ein Aufkleber. Und Werbung. Ja. Ein Glück, ich habe hier so einen großen Tisch. Sonst könnte ich das gar nicht, hätte ich gar keinen Platz dafür. So. Zertifikat. Das Messer ist vom 19. März 2015. So, dann machen wir das mal auf. Was haben wir hier? Ja. Genau, also wenn ihr gute Messer sucht zu einem vernünftigen Preis, wendet euch an Dirk. Top Service. Scharfes Zeug. Ja. Mag ich sehr. Und hier haben wir das gute Stück. Oh je, das liegt aber gut in der Hand. Das merke ich ja jetzt schon. Ist ein bisschen verknotet hier. Jetzt haben wir es. Was für eine Schönheit. Also, das ist das Pull Force Bravo One in der Bravissimo Ausführung mit den Schokoloco. Wurzelholzbeschalung. Was für ein schönes Stück. Ja, Zweihandmesser. Oh, das rastet ja mal ein. Was für ein schönes Stück. Ich hole euch nachher noch ein wenig dichter dazu. Einen kleinen Moment.